Schönen guten Morgen oder guten Tag, wann immer ihr das seht. Wir sind noch in Sorsele und haben heute Nacht einigermaßen geschlafen. Es ist doch recht laut hier an der Straße, muss man sagen. Aber dafür gibt es gleich gegenüberliegend einen Bäcker. Und da hat Michael heute leckere Sachen geholt. Ich habe auch mal gesündigt. Und ja, das ist jetzt hier der Stellplatz. Ich filme das mal vom Auto raus. Die Scheibe ist schon ganz schön schmutzig. Aber da, ihr seht schon, ist ziemlich viel Schmutz auf dem Stellplatz. Ich habe keine Lust, jetzt da rauszulatschen. Ja, also es gibt eine Toilettenhäuschen dort vorne. Und Michael sagt, das wäre echt in Ordnung, ne? Hier vorne ist eins und da sind noch mal zwei. Ah, okay. Die sind beheizt, die sind sauber. Die sind gut. Ja, also alles ordentlich und sauber. So, für uns geht's jetzt weiter. Wir wissen noch nicht so richtig genau, wohin, deswegen sagen wir auch noch nichts. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich erstmal los. Ach so, und der Bäcker ist übrigens ein Österreicher und der hatte leckere Sachen, sagt Michael. Oh. Oh. Schöne Brote hat er auch. Richtiges Brot. Ah ja, dann holen wir mal eins. Also, dann gehen wir nochmal Brot holen. So, laut Claudia wollt ihr ja alle wissen, wie sowas auch aussieht. Also das sind hier die Toilettenhäuschen an dem Parkplatz. Wie gesagt, geheizt, sauber, einwandfrei. Ja, übrigens Toilette. Also wir haben jetzt einmal im Urlaub unsere Toilette geleert und werden das auch im Urlaub noch einmal machen. Also ich denke, zweimal werden wir es lernen. Also länger als 2 Wochen kommen wir mit der Trockentrenntoilette nicht hin. Also dann haben wir das Gefühl, es muss geleert werden. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Das geht alles ganz easy und auch mit dem Pipi-Tank. Es gibt, wie jetzt zum Beispiel auch, wo wir hier stehen, überall Möglichkeiten anhalten an der Straße. Da gibt es immer so Möglichkeiten mit Toiletten und sowas, wo man dann halt entsorgen kann. Also das ist überhaupt gar kein Thema, ganz einfach, wunderbar. Und wir sind immer noch froh, dass wir das mit dieser Trockentrenntoilette gemacht haben. Also das ist eine so extreme Erleichterung, um nicht immer irgendwo hin zu müssen, wo man dann seine Kassette leeren kann. Also das war eine gute Investition. Wir sind nach wie vor wirklich glücklich darüber. So, Michael kommt jetzt endlich aus dem Kabäuzchen da raus. Was hast du gemacht? Hast du es dir mal gut gehen lassen da? Ja. Hast ja ewig unterwegs. Ja, ich habe das Bad noch abgemacht, weil da ist ein Spiegel. Ach so? Aha, also er hat sich auch noch schön gemacht. Oh, was der wohl heute vorhat. Schauen wir mal. Michael hat gerade gesagt, weil ich gesagt habe, mach doch mal jetzt hin, dass wir endlich mal hier wegkommen. Das sagt er zu mir. Aber du machst auch hier früh eine halbe Stunde deine Bauernmalerei. Das ist wohl Hittendosen. Was ist denn hier heute los? Chef, du jetzt mal Pause. Chef macht jetzt Kaffeepause. Chef empfiehlt jetzt.
das letzte Mal tanken für 2,60 Euro. Ab morgen sind wir in Norwegen, das ist etwas billiger. Schauen wir mal. Ja, wir stehen jetzt hier an so einem Stellplatz von Park for Night. Das ist ein Flugplatz. Wir gehen mal davon aus, dass hier keine Flieger im Moment fliegen. Und es gibt eigentlich auch normales ausgeschriebenes Strom. Mal gucken, ob diese Vorrichtung da geöffnet ist. Ja, also hier sind auch Stromkästen, aber ob die offen sind, keine Ahnung, werden wir gleich sehen. So sieht's ganz nett aus hier. Da können wir uns nachher hinsetzen und Abendbrot essen. Ha, Michael? Da hat sich schon das Bier kalt gestellt, guck mal da. Ich habe gesagt, wir können uns nachher da hinsetzen und Abendbrot essen. Ja. Das Bier schon kalt. Hast du geguckt, ob offen ist? Ja, offen ist, aber ich weiß nicht, ob es geht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Strom leuchtet. Strom ist da. Strom ist da, leuchtet. Ja, also Strom ist da, sieht gut aus. Und wir stehen auch ganz alleine hier. Hier ist keine Menschenseele. Also von daher haben wir wieder einen tollen Platz gefunden. Ist auch echt eine mega schöne Aussicht hier. Echt schön. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, langer Fahrtag heute wieder, aber es hat sich sehr gut fahren lassen. Also es war völlig entspannt, keine Staus, manchmal ein bisschen zu langsam. Die letzte Strecke hier, da durfte man nur 80 oder 70 fahren. Das war dann so ein bisschen, sehr langsam, aber ansonsten war es echt eine schöne Fahrt heute und haben auch ein ganzes Stückchen geschafft. Wir sind jetzt hier... Ach, ich blende den Ort dann mal ein, wie das heißt, unten unter dem Video. Ist nicht mehr weit bis zur norwegischen Grenze. Ich hoffe jetzt irgendwie, dass die uns nicht kontrollieren an der Grenze wegen dem Hund, weil wir ja über die Zeit rüber sind mit der Wurmkur, weil die haben wir natürlich so gemacht, als wir losgefahren sind, dass das dann so gepasst hat. Man soll ja bis zu 5 Tage vorher, muss man eine Wurmkur gemacht haben. Und so hatten wir das ja auch gemacht. Aber dadurch, dass wir ja dann doch in Schweden geblieben sind, ist natürlich die Zeit jetzt verstrichen. Ich hoffe, dass wir nicht kontrolliert werden. Und weil nochmal eine Wurmkur
möchte ich unserem Hund nicht geben, das verträgt er überhaupt nicht. Von daher hoffen wir mal, oder dass wir auch, wenn, dann mit denen dort reden können, dass das ja erst vor kurzem passiert ist. Na, schauen wir mal morgen. Ja, dann werden wir es uns mal heute gemütlich machen. Ich werde heute mal ein bisschen was arbeiten. Mal gucken, dass ich schon mit dem zweiten Video jetzt langsam anfange. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ja, wir haben immer nur auf Plätzen gestanden, dann wo kein Strom war. Und ja, auch zeitmäßig ging es einfach nicht. Wir hatten dann auch echt immer zu tun, wo wir oben noch waren. Ab Abend haben wir draußen gestanden oder eben hier gesessen und beobachtet, ob sich was am Himmel gezeigt hat. Da war keine Zeit für Videos machen oder irgendwie. Ja, mal gucken, ob ich jetzt nochmal irgendwie im Urlaub wenigstens ein zweites Video machen kann, dass nicht ganz so viel zu Hause liegen bleibt. Mal sehen. Also heute Abend werde ich mich auf jeden Fall hinsetzen und noch ein bisschen was machen. Ja, dann werden wir mal den Abend einläuten lassen. Ja, guten Morgen, liebe Videofreunde. Oder guten Tag, wie immer. Ja, wir sind jetzt hier, wie hieß der Ort? Vemdalens, ne? Vemdalen. Wir sind in Vemdalen, haben heute hier übernachtet, sehr ruhig, hatten Strom, aber heute früh sind auch welche hier gekommen mit dem Auto. Michael ist dann vorhin hingelaufen und wir haben dann gefragt, was wir bezahlen müssen. Also 200 Kronen, ne? Ja. 20 Euro hat die Übernachtung gekostet. Und jetzt haben wir noch die Toilette entleert und aufgefrischt. Also wir hatten schon ein bisschen Aktion heute Morgen. Und jetzt sind wir eigentlich zu spät schon wieder dran, wie es immer so ist. Und wollen mal gucken, dass wir nach diesen Röhros fahren. Allerdings sind die Wettervorhersagen für den Ort nicht so wirklich prickelnd. Aber mal gucken. Wenn wir schon in der Gegend sind, dann fahren wir wenigstens mal durch, ne? Und ja, starten wir mal jetzt und auf geht's. Wir sind in Norwegen. Ja, Norwegens Straßen lassen echt zu wünschen übrig. Das muss man mal so sagen. Eine Bodenwelle nach der anderen. Hier kannst du wirklich nur sehr langsam fahren und auch sehr konzentriert. Sonst haust du dir da unten alles kaputt.
als wir zurückkamen, im Kiwi einkaufen und als wir gerade aus dem Kiwi rauskamen, sprach mich jemand an und sagte, CB, Cottbus. Ja. Und auf jeden Fall sind wir ins Gespräch gekommen und da war das der Jens, der hat uns angesprochen. Und er ist hier ausgewandert nach Norwegen und lebt schon seit 19 Jahren in Norwegen und schon seit vielen Jahren hier oben auch bei Røros. Und dann hat er uns noch ein bisschen was über Städtchen erzählt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass hier Pippi Langstrumpf gedreht worden ist in der einen Straße. Das habe ich also nicht gewusst. Und ja, dann hat er auch gesagt, also wenn man sich das alles hier angucken will, man kann sich auch das Bergwerk noch angucken, dann reicht ein Tag halt nicht. Und naja, also wir werden vielleicht dann irgendwann nochmal hierher kommen, weil es auch ein schönes Städtchen ist. Es ist halt natürlich jetzt um diese Jahreszeit ja ein bisschen trist, weil es ist ja auch nicht mehr so richtig Winter und auch kein Frühling. Aber ich habe es mal gesehen und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Und vielleicht kommen wir nochmal her und dann kann uns der Jens ja dann ein bisschen was über das Städtchen erzählen. Ja, also lieber Jens, falls du das Video siehst, wir haben uns gefreut, dass du uns angesprochen hast. Und grüßen dich nochmal ganz herzlich. Fahren jetzt wahrscheinlich gleich an deinem Hof vorbei. Und ja, kannst uns gerne schreiben. Und wir gucken uns Røros gerne nochmal an, wenn uns das jemand noch ein bisschen genauer erklärt. Umso schöner. Also, liebe, liebe Grüße. So, jetzt geht's weiter Richtung Lillehammer. Das schaffen wir natürlich heute nicht mehr, aber die Richtung.